Sega, wir sind zurück. Part 2. Viel Spaß. Hallo Freunde der klassischen Spielunterhaltung. Hallo Leute, willkommen zurück bei Retro Red Talks mit Sega Mega Drive. Mini, wir wollen ja alle Spiele zeigen. Ja. Jetzt sind wir bei Part 3. Und ja, das letzte Mal waren wir bei Shinobi 3. Und jetzt sind wir bei Sonic. Ja, endlich. Und ich wollte auch gerade Bescheid sagen. Es tut uns leid. Das Projekt wird auch lange dauern, weil 42 Spiele. Ja, aber das wird so, auch viel, so viel sind es nicht mehr. Ja, gut, aber es sind noch ein paar. Wir haben ja schon ein paar. Ja. Okay, wir müssen gucken, dass wir jetzt die Nimi so viel zeigen von den Spielen. Ja, weil sonst dauert das noch mehr. Okay, dann fangen wir gleich an, wegen der Zeit. Ah, fangen Sonic. Wir gleich an. Mit dem Maskottchen von Sega. Den haben wir auch gezeigt im Retro Red Talks. Ja, Sonic. Aber ich rufe die Mega Drive Mini Konsole ja drauf. Ja. Sega. Und natürlich gehört Sonic dazu. Ja, natürlich. Sonic the Hedgehog. Ja. Ich habe gute Erinnerungen mit dem Spiel. Ja, das kennst du. Ja, natürlich. Sonic ist, wie gesagt, das Maskottchen. Haben wir auch gespielt im Retro Red Talks. Richtig. Staffel 2, glaube ich, sogar schon. Nee, Staffel 3, glaube ich. Staffel 2 oder 3, ja. So, Sonic ist ein schneller blauer Igel. Ja. Ich muss gegen Dr. Eggman kämpfen. Und ist sehr schnell. Und die Ringe sind unsere Energie. Ich versuche jetzt zu erklären und zu spielen, ist aber zu bisschen schwierig. Ja. Du kannst auch sowieso einen Speedrun machen, oder? Nee, so gut bin ich noch nicht. Da muss man schon üben. Oh, okay. Ich will irgendwann auch. Gibt das einen Rekord mit der. Ah, natürlich. Ja, wie viele Minuten? 20 Minuten oder so. Ah, okay. So, aber die erste Welt, die ist ja easy. Aber getrickst bestimmt in 20 Minuten, oder? Ja, natürlich. Oder gehackt. Das war schon die erste Welt. Sonic ist ein schneller blauer Igel. Geht schnell. Ja. Dann mach ich mal die zweite Welt ein bisschen langsamer. Ach, kannst du auch einfach schnell machen, wenn du willst. Ja, dass man ein bisschen was sieht von der Grafik. So, schon so ein Sonic. Ja, blauer Igel. So, jetzt hat man gesehen, jetzt seht ihr nicht mehr, jetzt geht's ja nicht schnell. So wie für Nintendo der Mario das Maskottchen ist, ich der Sonic. Der Sonic das Maskottchen von Sega. Mhm. Es gab drei Teile für Sega, glaube ich, ja. Und nee, Dreamcast ist noch Sonic Adventure rausgekommen. Ja, ich kann nicht erklären und spielen. Ja. Ist schwierig. Aber haben die das auch nicht Nintendo die Rechte gekauft, für das Spiel weiterzumachen? Und, nein. Ja. Das gehört alles Sega. Oder PlayStation. Aber es gibt aber auch Mario und Sonic Olympics. Das gibt's auch. So. Jetzt ist noch ein Versuch, aber wir wollen ja alle Spiele möglich zeigen. Deswegen. Ja, übrigens über die PlayStation 5 habe ich gehört. Übrigens. Ja, übrigens habe ich gehört, dass die PlayStation 5, die Lüfter, ist so laut. Echt? Nee, ja, so lang. Ich lasse es so. Nee, ein Abonnent von mir hat geschrieben, so gesagt, in seinem Let's Play, dass die PlayStation 5, der Lüfter, so laut ist. Jo. Aber gut, nicht bei ihm, aber beim anderen. Okay. Für die Xbox 360, da war es laut. Für die PlayStation 3 ist auch laut, okay. So, wir wollen ja alle Spiele zeigen. Das war Sonic 1. Ja. Dann gehen wir gleich mal zu Sonic 2. Das war aber schnell gezeigt. Ja, Sonic ist auch ein schneller blauer Igel. Zeig mir mal den zweiten Teil. Was piepst denn da so? Piepst nicht. Sega! Natürlich der zweite Teil. Schade, ich auf der Mini-Konsole nicht der dritte Teil drauf. Sonic & Knuckles. Obwohl der auch gut ist. Bei Sonic 2, man kann auch zu zweit spielen, auf einer Versus, kam da der Fuchs dazu. Der Tails. Das ist immer jetzt die Demo, aber ich will das selbst spielen. Sonic & Miles Tails. So, der Tails begleitet uns jetzt. Da kann man nicht fliegen.
bessere Grafik, finde ich, beim 2er. Ja. Also das 2er habe ich jetzt noch nicht so groß gespielt, aber es ist auch, wie gesagt, Sonic ein schneller Igel wieder. Schnell rennen, Tails kann fliegen. War auch eins von der ersten Spiele auf Sega Mega Drive. Ja. Gibt es da schon den neuen Move? Ah ja, da gibt es einen neuen Move. Kann man den Ball aufladen. Boom. Dann renne Loopings und jetzt mal Leber kriegt. Ich kann... Aber Sega macht keine Konsolen mehr, oder? Sega ist ja mit Xbox jetzt zusammen. Ah, aber Xbox war einfach keine Konsole für Sega. Einfach ja, von Halo ist von Sega mitgepaschelt. Ja. Eden Isolation, was wir spielen, ist auch von Sega. Ja, okay. Sega hat keine eigene Konsole mehr, die sind jetzt bei der Xbox-Geschäfte zugestoßen. Okay, okay. Machen damit jetzt Erfolge. Aber machen die dann keine eigene Sache dann allein? Nein. Ja gut, Microsoft hat dann auch viel Geld dann davon. Ja klar, weil Sega, der Dreamcast, die letzte Konsole vom Sega war, die war ja eigentlich ein Flop. Obwohl es ein paar gute Spiele bei Dreamcast gab. Ja, stimmt. Zum Beispiel Shenmue. Ja, Shenmue. Kennst du das? Nee, sag mir nicht. Genau in die Zauber gesprungen. Gerade nochmal. oh je, da hast du Schwierigkeiten. Nee, jetzt. Nee, jetzt guck mal. Loopingsrenner. Dann machen wir jetzt auch nur die ersten zwei Bilder. Ui, da, jetzt coole 3D-Effekt und es geht eben jetzt alles. Jetzt habe ich nicht gezeigt, weil ich gesprungen bin. Checkpoints. Ah, und dann kommt schon der erste Endboss. Dr. Eggman. Dr. Eggman hat die Tiere in Roboter verwandelt und wir sind als Igel und müssen die Tiere retten. Dr. Eggman baut immer neue Maschinen, wo er uns das Sonic. Es gab jetzt auch einen Sonic-Film. Ja? Ja, mit Jim Carrey als Dr. Eggman. Okay, kenn ich nicht. So, machen wir mal den ersten Endboss. Das ist easy noch. Immer nur auf den Kopf springen. Ja, jetzt ist der weg. Tschüss. Aber er haut immer auf. Ah! Mit Ellie! Mit Ellie! Jetzt haben wir Daniel, das Ellie ist da! Was war Ellie? Schraube! Heli! Ja, so. Heli! Helikopter! Ja, weil der hat immer geschrieben bei mir. Heli! Ja. Okay, das war Sonic 2. Also auch verschiedene Welten. Ja. Das ist auch eine schöne Welt, aber wir wollen nur alle Spiele präsentieren. Deswegen machen wir jetzt ein bisschen schneller. Guck, das habe ich noch nicht gespielt, da gibt es noch kein Safe State von mir. Mhm. Das will ich auch noch mal anspielen. So. Dann kam leider Sonic 3, was auch ein super Teil ist für Mega Drive, aber auf der Mini-Kollektion nicht dabei, ist Sonic Pinball. Okay. Das ist eigentlich nicht so ein gutes Spiel. Also der Sonic als Flipperkugel, er kann sich ja als Kugel mal so verwandeln. Verwandeln. Dann hätte das eigentlich Sonic Hedgehog Spinball. Spinball, okay. Genau. Geht's da. Nicht auf easy stellen. Ja, nee. Speed normal. Es gibt sogar zwei Player, aber das ist nur abwechselnd. Flipper, left, okay. Gegen... Ah, das ist ein Flipper-Spiel, oder wie? Ja, Pinball, Flipper. Okay, cool. Nee, überhaupt nicht. Doch. Ich kenne Flipper, diese. Ah, doch, 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 jetzt. Ah! Okay, aber ob sowas hat Erfolg gehabt damals? Ich glaube nicht. Ja, also Sonic Pinball ist, glaube ich, auch nicht so groß rausgekommen. Ja, ist auch verdammt schwer. Oh, da wirst du gegessen. Achtung. Ja, alles gut. Also Pinball muss man nicht viel erklären. Doch. Muss man hier einfach Punkte machen, dann gibt es verschiedene Level auch in dem. Ich komme jetzt gerade in der Level. Das hat Spaß gemacht, diese Pinball zu spielen im Arcade-Museum. Weißt du noch? Ja, das könnt ihr euch auch ansehen. Ja. Wir waren in Karlsruhe im Arcade-Museum und haben auch Flipper gespielt. Aber schade, man könnte auch nicht mehr so hingehen jetzt gerade im Moment, oder? Jetzt haben wir der Emerald befreit. Weil
Chaos in der Welt. Nein, jetzt wegen Corona geht es sowieso nicht. Aber irgendwann gehen wir auch wieder zurück dort, oder? Mal machen. Ja, schon wieder die neue Spiele dort, keine Ahnung. Weil die sind ständig am neue Gerät zum Reparieren. Das weiß ich noch. Und das war auch nicht so günstig einfach. So, das war günstig einfach. 5 Euro Eintritt. Ja. Und dann spielst du ohne Ende. Aber. Genau, und du kannst so viel spielen, wie du willst. Du kannst auch was zu trinken holen. Versuche jetzt mal noch in die nächste Welt zu kommen, aber es sieht schlecht aus. Ja, ich wollte eben sagen, es war nicht so gut. Also, es macht schon Spaß, Sonic Pinball. Mhm. So, jetzt. Oh je, jetzt bist du. Verschiedene Welt. Jetzt bin ich hochgeschoben. Welt. So. Und dann muss man. Da gibt es immer so Aufgaben. Die Fässer muss man wegmachen, wenn man die Fässer weg hat. Und dann kann man weiter. Und tot. Und tschüss. Ja. Das war Sonic Pinball. Okay. Sorry. Ah, habt ihr schon gespielt? Ja, ich hab schon ein bisschen gespielt. Okay, ich versuche mal ein bisschen mehr zu erklären. Das Spiel ist Strider. Was ist das? Kampfspiel oder wie? Das ist ein Jump'n'Run-Spiel. Ah. Da steht ja auch. Erscheinigung 1991. Okay. Ich war nicht in der Schlange. Strider Elite Gen TV U. Ich war nicht in der Schlange. Vor dem Grandmaster. Aber 91 war schon auf der Welt. Ja, natürlich. Ja, ich auch. Yes. Strider. Capcom hat zum Beispiel auch Street Fighter gemacht. Ja, die haben auch Mega Man. Sehr, sehr viele Spiele gemacht, Capcom. Ja. Und Filme auch sogar. Und die meisten Spiele, was mir gezeigt werden, ist von Konami. Mhm. Auf Easy. Oh, was ich aber jetzt auch gehört. Da kommt nach der Jahre vielleicht keine Filme aus Capcom oder keine Ahnung, diese Hollywood Studio. Natürlich sind wir in Russland ein bisschen böse, wo es Russen-Roboter. Ich hab gehört, dass Hollywood macht eine Online-Plattform und die wollen auch ihre Filme zeigen. Was? Nichts mehr im Kino von Hollywood? Für den Moment nicht, wegen Corona. So ja, wegen Corona. Das ist aber schon lang, dass es. Aber ich habe auch nicht gewusst, dass es nur im Stream gibt. Aber jetzt hat. Ich versuche mal kurz mal ins Spiel zu kommen. Hast du gewusst, dass es kommt an neue Matrix-Filme? Ja, das sind sie schon lang. Ah, okay. Also aber ich bin da der junge Bursche mit einem. Mit was? Mit so einem Schwert. Ist das ein Schwert? Ja, ich denke mal. Und da kann ich die Russe durch. Oder ist das eine Lappe? So. Und du sind in Hälfte zerschneidet und Roboter. Und ich bin in Russland in der Zukunft. Oje. Schwanne Senegere, bist du. So. Du bist Schwarzi. Das ist ein Jump'n'Run Spiel, lasse ich. Also bis zwei, da kann ich jetzt auch nicht so viel sagen. Ich bin eigentlich ein Nintendo-Kind. Ich kann nicht so leben. Aber trotzdem macht Mega Drive Mini. Macht schon Spaß. Ah ja. Wow. Wow. Natürlich mega sau schwer. Das ist mir auch schon aufgefallen. Die Spiele auf der Mega Drive, die sind schon knackig schwer. Ah, und übrig. Übrigens, was ist das? Der Film, wo der Schwarzenegger spielt in einem Spiel, wo der wird einfach immer. Ihm verschiedene Challenge ausgefordert. Running Man. Ja, dann stopp du. Ah, okay. Ah, sehr gut. Muss ich mal gucken. Nee, lass mal. Ist okay. Weil ich habe die letzte. Dann gebe als DVD. Ich habe die letzte Mal gedacht, dass es wäre dieser Film Total Recall, aber das war das nicht. Aber schon geguckt, Total Recall. Ja. Das ist geil. Ja, er war nicht schlecht. Oh, der erste Endboss. Da muss ich ja besser lachen. Und das war er schon. Oh, nee. Fuck. Feuerbälle. Nein, die können die ausweichen. War doch nicht der erste Endbus. Keine Ahnung. Ja, nicht.
Mann, ich tue die Spiele präsentieren, kann nichts. Sorry, tut mir leid. Aber du hast noch nicht gespielt. Schwer. Es ist wie gesagt, der Jump'n'Run. Hast du denn schon ausprobiert? Nee. Nee, noch nicht. Was siehst du? Verdammt schwer, leck mich doch am Arsch. Du hast nur gewartet, dass wir zeigen, die ganze Spiel zu sehen, was das ist. Aber. Oh, ich bin wieder tot. Okay, wir müssen das aufhören. Okay, nach dem Spiel. Aber es ist bestimmt ein sehr gutes Spiel. Kenn ich nicht. Zu empfehlen, Strider. Russisches Spiel. Ah! Oh, Mickey Mouse haben wir schon gezeigt und das ist jetzt das andere Mickey Mouse. Oder oh, viel ist im Donald Duck, ich glaube, das ist sogar zu zweit. Das ist nur der zweite. Nee, machen wir nicht. Du zeigst einfach, ich kann auch nicht. Da werden wir keine Mo. Zweit spielen. Nur, ja, aber ich kenne mich nicht aus. Weil da kommt jetzt gleich die Spiele für. Drück mal Pause auf die Aufnahme. Wir schließen die Kontrolle an. Okay, kurze Pause. Sind wir wieder? Ja. Die zweite Kontrolle angeschlossen. Okay. A, B, C. Ja, das wirst du schon merken. Ja gut, das erste Mal, dass ich spiele mit der Teilekursor, glaube ich. Ja, das kriegen wir schon hin. Vielleicht mache ich alles kaputt, oder? Da kannst du nichts kaputt machen. So, das war der zweite Teil. World of Illusion. Das erste Teil haben wir eben gezeigt. Das war Castle of Illusion. Ja. Jetzt ist ein Vertreter dabei. Mickey Mouse, ein Freund. Das ist natürlich der Donald Duck. Ja, nicht unbedingt, oder? Ja, hinter der rennt der Goofy. Mickey Mouse. Donald Duck. Ich will der Donald Duck sein. Minnie Mouse und Daisy Duck. Man kennt sie ja von Disney. Mhm. Goofy und da ist auf Englisch, bei uns ins Tick, Trick und Track. Da ist Hui, Dui und Lui. Dass man das auch mal weiß. Ja. Da ist ja lieber auch geschlossen. Mickey Mouse und Donald Duck. Okay. World of Illusion. Terry, Mickey Mouse und Donald Duck, 1992. Mit Disney. Ich hab. Du. Ja. Jetzt muss man. Alles gut, passt doch. Okay, aber Kabelsalade. Ja, los, das passt, da passiert doch nichts. Funktioniert doch. Okay. So. Player, Passwort, du kannst doch tricksen. Zwei Player. Du willst dort der Donald sein? Ja. Dann drück mal Start. Ich hab gedrückt, aber passiert nichts. Und bei dir? Hat das funktioniert? Nee. Vielleicht muss man A drücken oder wie? Beweg dich mal. Ah, jetzt ja. Bewege. Ja, ja. Auf C kannst du springen. Ah, und oh. Mit B kannst du Attacke machen. Und auf A, was ist passiert? Auf A macht er noch nichts. Auf C springen. Ja. Drück mal C. Ja, und mit B weiß. Attacke, das war's. So, okay. Und dann kann ich auf dich drauf. Bleib mal stehen. Was? Wie? Kann ich auf dich draufstellen, oder? Keine Ahnung. Ne, das kommt später. Ah, du tust mich mal einwickeln. Also eigentlich ist super schöne Grafik. Ah! Ich hab dich. Du musst die Gegner kaputt machen, nicht mich. Du kannst geduckt. Wie geduckt? Ja. Ich hab's schon geholt. Ah, super. So. Ist da hoch? Genau. Oh! Ja, machst du den kaputt, okay. Für ja. Fahren wir eine 70 Meter Linie. Oh! Ja, lass dann. Nee. So, jetzt müssen wir zu zweit agieren. Das ist ein schönes Spiel. Also, du musst auf die andere Seite. Spring auf die andere Seite. Ah, springe. Ah, okay. Genau. Jetzt komme ich hoch. Jetzt, ja. Jetzt ja. Muss ich dich hole. Jetzt geh ans Seil. Okay. Ah, aber du musst mich ziehen, so, ja. Und jetzt hat selber wieder. Auf die andere Seite. Ja. Ich die andere Seite ja. Springe, nicht auf mich springe. Genau. So, holst du mich? Ja. Ja, wie? Ich hol dich. Ja. Ich muss mich noch richtig positionieren. Okay. So, ja, das macht schon Spaß. Und jetzt gehst du mal hoch. Ja. Jetzt musst du mich holen. Jetzt musst du A drücken. A drücken. Genau. Und jetzt hochdrücken. Hochdrücken. Ja. Hoch.
So, genau. Jetzt müssen wir da hoch. Boing. Schön. Funktioniert. Magst nichts kaputt. Ah, okay, okay. Aber die Dinger haben wir nicht gesammelt. Das ist, die brauchen wir jetzt nicht. Wir wollen ja eh noch das Spiel präsentieren. Hey, hey, was ist passiert? Lauf doch weiter. Jetzt muss ich wieder A drücken. Genau, wir gehen immer höher. Wir erklimmen den Berg. Spring drauf. Ja. Genau, jetzt hole ich dich wieder. Oh. Seil springe. Ja. Jetzt müssen wir auf die andere Seite. So, ich muss auch. Wunderbar. Funktioniert auch einwandfrei, Patrick. Ja, aber. Okay, machst du alle kaputt? Aber die, hast du gesehen, dass die Pflanze, die waren auch gefährlich. Du musst geducken. Ja, wie? Runter. Ducken ist runter. Ah, runter? Okay. Ja. Ja, du musst durch den Baumstamm. Ja, und laufen, ducken, laufen. Ich versuche, aber. Also bei mir hat es geklappt. Ja, aber bei mir nicht. Nee, halt oben rum. Ich glaube, weil du bist kleiner als ich. Nee, das hat damit nichts zu tun. Ui! Ui! Und das mache ich, ich kann dich tragen. Ich will mal eine Blume verwandeln. Da rein. Wunderbar! Funktioniert doch, Patrick. Ja, aber. So. Aber das gibt auch Kristalle zusammen, guck mal. Sind wir die Mine, mehr gibt es nicht zusammen, das ist nur als Hintergrund. Ah, okay, ich habe gedacht, ja. Kommen Sie wieder hoch. So, wie funktioniert das? Ich jetzt so Rätsel. Ja, du hast mich auch angepackt. Das finden wir jetzt nicht raus, aber ihr habt es gesehen. Schönes Spiel von Disney. Pause. Warum Pause? Ah, ja, okay. Ich da zurückgehen. Ah, okay. Das hat mir nicht. Dann können wir jetzt noch ein Spiel zeigen. Habe ich dich gut geschlagen, Patrick. Ja. Ah, kann man auch zu zweit machen? Nein, das geht. Allein? Okay, dann machen wir das. Oder? Weiß nicht. Mag ich das nicht? Doch, eins bis zwei Player. Ich glaube, steht bei, Alter. 1990. Ah, dann versuchen wir zu zweit. Also, das Spiel kenne ich. Ich nicht. Ich bin auch aus einer griechischen Saga und man kann sich in einen Wolf verwandeln. Okay. Oder ein solches Bestie. Oh. Das war nur die Demo. Ah, okay, weil ich aber. Drück mal Start. Starten. Ich habe Start gedrückt, aber. Ja, dann. Dann geht das nicht auf zu ein Player. Nee, da vorne war Level 2. Ja. Demo. Gehen wir nochmal kurz zurück. Dass man, ob man das einstellen kann. Option? Nee, ja, da ist keine Option, oder? Oder vielleicht, wenn du stirbst, dann starte ich wieder. Drück mal B oder A. Nee. C, der Start. Nee, nix. Dann geht's nur allein. Okay, dann spielst du allein. Aber ist auch ein schönes Spiel. Eldritch Beast. Da muss man dann zur Kugel einsammeln und dann verwandle ich mich. Also eine Verwandlung will ich noch zeigen. Mhm. Gegen Zombies und Cerberus. Als das griechische Saga. Und so wieder Herkules und noch Kicks und Punches. Aber der haut mich, das ist nicht gut. Und dann noch ein Cerberus. So, jetzt hat er eine Kugel. Jetzt bin ich schon stärker. Get power. Oi, oi. Verdammt schwer. Oh, jetzt fliegt die Kugel weg. Nein, ich will mich doch verwandeln. Ich hätte es üben müssen. Oh je, da bist du wieder gestorben, oder? Ja. Alter, das ist. Die Steuerung ist wie aus der Hölle. Das Spiel war jetzt nicht so, aber in der Speedrun-Szene ist erfolgreich. Das Spiel wird oft gespeedrun, weiß auch nicht warum. Keine Ahnung. Aber ein gutes Spiel ist es nicht so. Du hast noch eine Lebe. Oje, oje, aber die greifen auch einfach. Ja, was ist das? Es ist mega schwer. Und Achtung auf den Wolfe. Ah ja. Ja, hallo, die Steuerung.
Oje, oje, jetzt hast du viel zu tun. So, ich wollte mich doch verbannen. Das ist so wie ein Goliath, oder? Was ist Goliath? Ah, diese Grieche oder Rumäne. Gladiator, einfach Gladiator. Wollte ich gerade sagen. Kennst du das? Gladiator? Ja, Gladiator. Ja. Oder wie? Gladiator. Ja. Gibt's auf Englisch Gladiator. Oh, jetzt bin ich ein Stärker. Oh. Ah ja, boah, er ist schon aufgepumpt. Jetzt wird er schon die Muckis aufgepumpt, aber. Game over. Oh Mann. Okay, ich wollte eine Verwandlung zeigen. Sollen wir es noch einmal probieren? Eldritch Beast. 1991, eins der ersten Spiele. Sega Mega aber du hast nur zwei Leben. Wie soll das funktionieren? Ich gebe jetzt alles. Relativ schwer, würde ich sagen. Ja, leicht ist es nicht. So, das Hemd ist schon geplatzt. Wie? Busch kommt raus, das Hemd ist geplatzt. Jetzt ja. Habe ich gepust. Die Brust ist raus. Ja. Und spuckst du Feuer, oder wie? Nein, also ich habe so schnell die Faust. Zack. Zack und zersplittern. Da gibt es jetzt die zweite Kugel. Und BÄM! Und die Muskeln sind schon ausgepackt. Ich pack's jetzt. Ah! Ja. Jetzt konzentrieren. Jetzt verwandle ich mich. Yeah! Ah, und jetzt bist du. Ah, jetzt bist du eine. Oh, ich weiß noch nicht mehr wie. Jetzt hätte ich. Es gibt eine Filme oder mehrere Filme, wo die. Werwolf und der erste Endboss. Ja. Er schmeißt mit Köpfen um sich. Der Madman, Teufel, was weiß ich. Weil man muss sich immer verwandeln, dann kommt der erste Endboss. Okay. So. Versuchen wir jetzt noch mal den Packen. Ah, aber es ist nicht so leicht. Und das war's. Oh, noch ein Leben habe ich. Und dann beende mal diese Folge. Er zieht das schon. Er bebt. Er lebt. Und das war's. Okay, Game over. Oh, schön, Game over. Wow, das war aber schnell. Das war Eldritch Beast. Okay. Schade, dass ich nicht so viel erzählt habe. Es tut mir leid über die Spiele, aber ich. Sowieso, du erzählst auch nicht so viel. Du bist beschäftigt. Schon, ja, weil die Spiele sind auch sau schwer. Und du kennst auch nicht die ganze Spiele auf deiner Konsole. Oh je. Ja, was für ein Blamage, oder? Ja, geil. Beim nächsten Mal. Okay. Okay. Ich war's, euer Milzi. Ja, ich weiß auch. Ich weiß auch. Ich war's, euer Patrick. Ja, aber ich wollte auch sagen, ich weiß. Das jetzt geht noch weiter. Natürlich. Wir haben noch nicht alle Spiele gezeigt. Ja, aber heute haben wir viele Spiele gezeigt. Also heute haben wir ein bisschen Gas gegeben. Ja. Weil es sind 42 Spiele, müssen wir schon ein bisschen Gas geben. Ja. So. Okay. Bleib nostalgisch. Wie immer schön nostalgisch bleiben, richtig. Ja. Und wir sehen uns noch. Ciao.